Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir diesen Dungeon weiter erkundet. Ich habe wirklich festgestellt, dass ich absolut keine Ahnung haben soll, oder dass ich absolut keine Ahnung habe, was in diesem Dungeon los war. Also, immer noch nicht tatsächlich. Es ist weird. Oh, okay, da oben ist einer. Den wollen wir uns irgendwann schnappen, aber hier geht's erstmal nicht weiter. Wir müssen irgendwie diese Glocken wegkriegen, habe ich so das Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass die Glocke dahinter irgendwas verbirgt, was wir da brauchen. Eieiei. Och, als ob. Peinlich. Weg mit dir, so. Okay. Wie ist denn das Ganze? In der Mitte bin ich noch safe, oder? Ah, verdammt. Naja, hier in der Mitte bin ich safe. Ich kann da, glaube ich, erstmal nichts tun. Da ist einfach so eine blöde Glocke und da kann ich ja sonst nichts tun, ne? Nee, nee, da kann ich nichts tun. Okay. Okay, ich lebe. Moin. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Oder auch nicht. Okay, dann war es kein Fehler. Als ob die alle nichts droppen. Das ist ja dreist von denen. Okay. Da ist eine Truhe. Die ich auch einfach geöffnet kriege. Was haben wir hier? 50 Rubine wieder? Ein Schlüssel. Okay. I see how it is. Okay, von mir aus. Ja, man nimmt, was man kriegt, gell? Zum Beispiel kriegt man gar nichts. Super. Fix deine Hitbox, Alter. Fix mal deine Hitbox, Junge. Ach, verdammt. Ich habe gehofft, dass ich da noch durchkomme. Aber nein, komme ich nicht. Also warten wir noch einen Zyklus ab. So, jetzt sind sie beide links. Darf ich jetzt gehen, bitte? Meine Fresse. Okay. Sicher ist sicher. So, was kriege ich denn, wenn ich jetzt den hier mache? Achso, hier war zu. I see how it is. Und was haben wir jetzt hier oben? Ich kann sogar bei den kleinen Viechern blank ziehen. Okay, Oh, verdammt. Okay, einer von diesen scheiß Truhendingern muss übrig bleiben, sonst habe ich ein Problem. Von den Truhen, ja, von den Krügen. Okay, bin gedroppt. Hallo! Müssen wir sterben? Der andere, aber danke. Oh, shit. Shit. Der eine von denen ist aufgewacht. Oh, oh. Es ist so schön, wie das einfach funktioniert. Kann ich da hochklettern? Ja, okay. Gut, alles schön. So, dann müsste jetzt ein, zwei Schritte auf mich zukommen und dann gleich wieder umdrehen, weil er mich nicht mehr sieht. Es ist so dumm.
Okay. Aha. Also da komme ich jetzt nicht. Doch, da komme ich auch hoch. Okay. Was ist denn in der Truhe drin? Oh, meine Dummheit scheinbar. Was kriegen wir? Nichts Besonderes sehe ich. Geld. Ja, von mir aus. Bisschen Fleiß und so, ne? Also was kriege ich jetzt, wenn ich den hier mache? Okay. Ich bin sehr verwirrt. Was erwartet uns hier? Wir klettern jetzt irgendwie den... Wait. Wird denn auf der Karte das Dungeon-Item angezeigt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das cool finde. Aber okay. So wie es aussieht, wird dann auf der Karte das Dungeon-Item angezeigt. Habe ich einen Schlüssel? Ja. Okay. Ich habe volles Leben, das heißt, die Dinger hier muss ich nicht kaputt machen. Na gut. Zeit für den Zwischenboss. I guess. Ja, Zwischenboss. Okay. Für die, die sich wundern, wie ich das gesehen habe, schlicht und ergreifend, weil hier eine Transition geht. Also der, ne? So ein Übergang. Moment. Moment. Bist du das Viech? Muss ich dich bis dahin ach du Jemi. Okay, von mir aus. Das funktioniert ja echt! Nö, nö. Oh! Es funktioniert nicht immer. Das ist dumm. Okay. Oh, verdammt. Okay, er hält mich zurück. Er hält mich zurück. Okay. Ja, warte ich einfach, bis er kommt. Okay. Oh. Ja, okay. Wir machen die Taktik. Das ist nicht, was ich wollte. Ich hatte den gar nicht mehr anvisiert, du Arsch. Wir machen jetzt hier den richtig coolen Move. Geht das so rum? Okay. Es geht scheinbar nicht wirklich. Oha. Oha. Jetzt geht's rund. Wait. Aua. Okay. What? Ey, uncool. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich springen, aber irgendwie geht das scheinbar nicht. Okay, ich weiß nicht, wieso es jetzt funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Komm her. Nein, ich wollte spring doch zur Seite, du Spast. Ah.
Das war ein mehr als ernstzunehmender Gegner. Wie viele Herzen hätte ich verlieren dürfen gegen den? Das sind 3. Auf der anderen Seite nochmal so viel. 2. Oha, ich hätte nur 5 Herzen gegen den verlieren sollen, habe aber 1 zu viel verloren. Ich bin so schlecht in dem Game. Catastrophe. Catastrophe ist das. Okay, sieht mir nach dem Dungeon-Item aus. Oder ist das rot die Statue? Wir erhalten den Kopierstab. Lege ihn auf Y oder X und schwinge ihn mit Blablub, um Statuen Leben einzuhauchen. Die Statuen kopieren jede deiner Bewegung. Aha, I see how it is. Also sozusagen. Mhm. Aha. Wait. Ich glaube, ich erinnere mich an die Glocken. Ja. Ja, ich erinnere mich an die Glocken. Und das Rote war tatsächlich die Statue. Hatte also nichts mit dem Dungeon-Item zu tun. Ich dachte schon, einem wird hier das Dungeon-Item gezeigt. Das wäre nämlich sehr weird gewesen. Nichts Besonderes hier. Können wir wahrscheinlich gehen. Also das wichtige Dungeon-Item war wohl scheinbar ganz oben im Turm. Und jetzt, wie wir schon wissen, der Boss ist ganz unten. Haben wir auf der Karte gesehen, gell? Also machen wir uns wohl den ganzen Weg wieder zurück und müssen halt auf dem Weg diese Statue mitnehmen. Interessante Idee. Was ich cool finde... Also was ich wirklich sehr cool finde, abgesehen davon, dass ich jetzt hier gerne mein Herz... Hallo? Ich zerdeppe euch hier nicht die Einrichtung, damit ich am Ende nur Geld kriege. Entschuldigung. Dreist. Okay. Na gut. Wait. What? Hä? Was? Die Viecher kann ich nicht steuern, aha. Oh, wait. Kann ich mit dem Ding schlagen? Nein. Wait, kann ich mit dem Ding schlagen, wenn ich den Kopierstab verwende? Ich habe jetzt 2-mal das Schwert gezogen. Okay. Lol. Ist das dumm? Gefällt mir. Okay. Gut. Und dann erstmal kurz zurück. Ich denke mal, sollte natürlich klar sein. Sofern ich treffe. Ich bin blöd. Es ist natürlich absolut klar, denke ich mal. Die kleinen Teile kann man genauso steuern. So wie halt alles, was halt hier irgendwie steht, ne? Also alles, was halt dieses Loch hat, kann gesteuert werden. Und auch in der Overworld dann entsprechend diese Viecher können auch gesteuert werden. Das war falsch. Easy. Oh, ein Herz. Wie schön. Nochmal die Einrichtung zerdeppern ein finales Mal.
Ja, das Zeug mache ich jetzt nicht kaputt. In der Theorie müsste das jetzt funktionieren, dass ich da trotzdem runter kann. Lass uns zusammenlaufen. Oh. Jetzt brauche ich ein bisschen Abstand. I see how it is. Reicht das? Ja, ne? Easy. Okay. Kann ich das Ding jetzt damit einzwängen? Geht das? I see how it is. Na, ah, wieder falsch. Ich muss ja den Kopierstabknopf drücken. Okay. Geil. Gefällt mir. Was? Dreist. Na okay, komm mit, Statue, mein neuer bester Freund. Zusammen lösen wir das jetzt easy peasy. Aber ich würde sagen, dass vielleicht der unkaputtbar ist, vorerst nach vorne geht und dann Link hinterherläuft. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Okay. Okay. Ah, da steht einer drauf. I see. Aha. Okay. Na, von mir aus. Okay. Wenn das so ist, ne? Warum kann ich mich, oder warum konnte ich mich nicht mal an diesen Dungeon erinnern? Ich liebe ihn. Jetzt würde mich nur mal, ach nee. Ich kann mich da selber nicht draufstellen, ne? Ich kann mich da selber nicht draufstellen, glaube ich, ne? Ich würde mich mal interessieren, ob ich mich mit in die Glocke rein kann. Wenn ich wirklich ganz nah an dem Teil stehe und mit dem Ding zusammen runtergehe, ob das dann geht? Come on. Really? Dreist. Dreist sowas. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Okay, jetzt stehst du da. Jetzt geht es natürlich darum, dass ich mit der Waage und so das alles gerade ziehen muss. Logischerweise. Vorher stellt sich mir aber erstmal die Frage. Oh nein, die Viecher leben auch wieder. Hier ist noch eine Schatztruhe. Wie komme ich an die ran? Ah, lass mich raten. Ja, ich muss so viel Gewicht wie möglich auf eine von den beiden Seiten kriegen. Ich entscheide mich für die andere. Das ist fast richtig. Das ist richtig. Hast du gut gemacht. Jetzt hatte ich nur 5 Versuche gebraucht. Ich glaube, die andere ist sinnvoller, weil ich die andere von unten erreiche. Also die Seite kann ich von unten erreichen, ne? Das tut nichts. Link. Blamier dich nicht. Link! Hochheben! Wow! Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin literally impressed. Du bist so gut. Und du musstest nur 5 Millionen Jahre dafür üben. Ist der Hammer. Oh, das war vielleicht ein bisschen. Okay, hat noch geklappt. Sehr schön. So, okay. Das reicht noch nicht. Nicht vergessen, ich darf nicht zu nah dran an die Wand, weil ich muss ja zurücklaufen, um ihn herzuholen. Jetzt wüsste ich gern, wie viel Link wiegt. Ob das jetzt schon reicht oder das ist so. Oder ob ich tatsächlich alle 6 holen muss. Oder lass mich raten, wahrscheinlich muss ich beide hochkriegen, Link und den anderen Trottel. Wetten? Oh mein Gott, Link wiegt so viel wie 4 von den Viechern. Na, okay, nicht unbedingt. Also, wow. Okay. Das reicht noch nicht. Ich hab's befürchtet.
Wait, was? Hä? Okay, ich komme da irgendwie hoch. Ach so. Warte. Warte, wie geht das? Ich krieg das raus. Das mache ich nicht. Du wirst mir nicht erzählen, dass das nicht reicht. Klar reicht das. Also. Ah, da war das Viech. Sehr schön. Hier muss ich nur sicher gehen, dass ich in die richtige Richtung abdrifte. Gut. Okay. Oh mein Gott, ziel ihn doch an, du Idiot. Okay. Hallo. Gut. Okay, er ist besiegt. Er ist besiegt. Wir haben uns ein bisschen blöd angestellt, weil auch der L-Autofokus nicht immer funktioniert, aber das sei mal dahingestellt. Also ich muss sagen, die Steuerung in dem Spiel ist irgendwie sehr schwammig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Egal. So. Gucken wir mal hier. Wir erhalten Geld. Das ist doch schon mal Geld wert. Ich würde mal interessieren, was diese Säule... Achso, die ist einfach da zu Ziele. Wir brauchen garantiert alle von den Dingern wetten. Wetten, dass wir alle von den Dingern brauchen? Oh Gott. Risky. Die Viecher gibt's ja auch noch. Och, wie süß. Ja, die kriege ich zu mir her provoziert. Oh mein Gott, lahme Ente. Zuschlagen. Nicht erst lange das Schwert ziehen. Schwert raus und zuschlagen. Hopp. Na gut. Siehste. Muss ich nur anstrengen, dann geht das sogar ohne Schmerzen. Siehste, ich bin stolz auf dich. Oh. Hier muss ich sogar lang. Hier gibt's den Boss-Key. Das ist ja lustig. Okay. Ich liebe es. Es ist so dumm, dass es so einfach geht. Fast schon eine Frechheit. Okay, wir dürfen wieder raus. Und das war's. Ah, ist ja super. Wait. Oh nein. Wenn es da oben keinen Schalter gibt, muss ich wirklich diese andere Viecher... Ich kann das andere Viecher nicht herbringen. Okay, kriege ich hin. Kriege ich hin. Wird für den einen oder anderen auf den ersten Blick verwirrend sein. Aber ist tatsächlich ganz einfach. Und nein, ich werde jetzt nicht fernsteuern. Für die paar Meter lohnt sich das nicht. Wird erstmal verwirrend sein für den einen oder anderen vielleicht. Aber tatsächlich ist ja nicht weiter schwierig. Wir haben es ja schon gerade gemacht, ne? Ich finde es lustig, wie extra dieses Ding da ist, damit man denkt, hä, wieso? Ist ja logisch, oder? Oh, er dreht sich sogar richtig, dass die Dinger perfekt liegen. Das ist was es in Wind Waker noch nicht gegeben hat. In Wind Waker sind die Teile irgendwo gelandet. Und wenn du Pech hattest, waren sie halt daneben. Ah, nicht, was ich wollte. Na, ja, schauen wir uns die Cutscene halt nochmal an. Gut. Kostenloser Dungeon-Schlüssel für uns. Haben wir das auch gelöst. Wir halten den Masterschlüssel. Ja, damit kann man zum Boss dieses Dungeons. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen die Viecher Schaden genommen habe.
Ein Kliniker, mein Herz, ja. Hier war auch nichts, was irgendwie hätte Schaden machen können, Link. Ich meine das ja nur, ne? Okay, gut. Damit haben wir dieses Problemchen ja auch gelöst. Die Truhe habe ich auch. Das andere Ding ist hier unten. So, wie kriege ich dich jetzt dahin, wo ich dich haben will? Das ist jetzt die große Frage. Ich kann mich echt nicht an diesen Stab erinnern. Also mittlerweile doch, ich weiß wieder, er existierte, aber... Wir gehen zusammen, okay? So. Also, der kann natürlich da nicht drüber, ne? Ja, ja. Ja, der bleibt da hängen. Okay. Ja, wenn das natürlich so ist... Bedeutet das prinzipiell... Ja, das reicht nicht. Reicht das mit einem? Na, natürlich nicht. Dann bedeutet das natürlich prinzipiell, dass wir da hier den ganzen Weg jetzt gehen müssen. Oh, ich muss die vier nochmal machen. Dinge, die super nervig sind. Egal. Ich mesche gerade einfach nur Buttons. Es ist nicht so, dass diese Aufgabe Spaß macht oder so. Ich mesche Buttons und hoffe einfach, dass die Sprungfunktion irgendeinen trifft. Nimm doch einen, der erreichbar ist. Danke. Siehst du, es geht viel besser, wenn du Leute angreifst, die tatsächlich in Reichweite sind. Oh mein Gott. Ja, Massengegner. Wirklich sehr viel Spaß. Nimm den Rubin mit. Dankeschön. Okay, scheinbar möchte Link keine Herzen bekommen. Gut. Sammeln ihn einfach ein. Oh mein Gott, ich habe den L-Autofokus nicht gedrückt. War mein Fehler. Trotzdem sehr nervig. Ja, das Dumme ist halt, man muss diesen Raum zweimal machen. Beziehungsweise man macht ihn ein erstes Mal, denkt sich, naja, die Viecher bleiben ja tot. So wie das häufig der Fall ist und dann bleiben sie es halt nicht. Was sehr schade ist, aber okay, was will man tun? Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich schmeiß jetzt die ganze Zeit diese Viecher da drauf. Na? Reicht immer noch nicht. Gott, das Viech wird schwer. Dieses Viech wird ein ordentliches Gewicht haben. Verdammt. Okay, doch, geht. Gerade so. Bis ich da jetzt anfange, mir... Gedanken drüber machen, ne? Oh, das war's schon. Oh. Easy. Okay. Pass auf. Neue Idee. Als ob man den von da oben nicht sieht. Ihr verarscht mich doch. Das geht. Oha. Ich würde lachen, wenn es sich so abusen lassen würde. Natürlich nicht. Da haben sie natürlich gleich drüber nachgedacht und haben es dann gleich verhindert. Nein. Ah, sehr blöd. Das bedeutet dann wohl wirklich, dass ich... Na, wobei. Vielleicht kann ich es ein bisschen schießen. Das ist der falsche. Vielleicht ein bisschen höher. So, ich will nämlich nicht noch mehr Viecher da drauf machen. Bloß damit Link hier glücklich wird. Das fände ich nicht so cool. So. Jetzt kann ich diese vier einfach nehmen. Ne? Schmeiß sie auf die andere Seite und spring selber einfach runter. Ich hoffe sehr, dass das zählt.
Oh mein Gott. Junge, blamier dich doch nicht. Da ist... Ach, da ist eine Kante und du kannst hochschmeißen. Okay, die sind alle oben drauf. Das heißt... Da habe ich nicht hingeguckt. Passt. Okay. Gut. So, dann machen wir das Rätsel noch und dann ist das für den Part heute auch schon wieder genug. Zack. Komm mit, mein Kleiner. Passt. Okay. Wie üblich, je näher an mir dran ist, desto weniger muss ich mich darum kümmern, dass ich irgendwelche Kanten und so habe. Wieso ist dieses Vieh eigentlich schneller als ich? Na egal. Das soll es gewesen sein. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Oh je, das ist noch gut weg.